Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns einmal das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie angucken. Viel Spaß beim Video. Vorab gilt wie immer, dass wir euch hier etwas mitgebracht haben, nämlich einen Ausschnitt aus einem Gesamtvideo. Wenn ihr das Gesamtvideo gucken wollt, könnt ihr jetzt auf die Infokarte klicken. Wenn ihr das allerdings schon gesehen habt, dann ist das hier nur Wiederholung. Lasst euch davon nicht verwirren und falls ihr noch ein bisschen Wiederholung braucht, dann ist das sicherlich hilfreich. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Und wenn man die beiden Aspekte zusammenführt, Ökonomie und Ökologie, dann hat man im Grunde die Debatte um die Energiewende. Wir haben euch hier jetzt mal ein symbolisches Bild mitgebracht, praktisch eine Karikatur, die euch so ein bisschen verdeutlichen soll, wie so dieses Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie so interessant ist. Denn im einen seht ihr, dass dort Hochhäuser gebaut sind, der wirtschaftliche Wandel ganz klar sichtbar ist. Wir sehen eine Stadt, die vermutlich sehr erfolgreich ist. Und dann im Vordergrund sehen wir die Natur, wie sie teilweise verschmutzt ist, wie sie aber auch in ihrer Natur sehr schön sein kann. Durch die Sonne, das ist eine sehr positive Konnotierung dieses ganzen Bilds. Und daran können wir ableiten, dass es natürlich ein Zusammenspiel zwischen beiden Aspekten gehen muss. Wir sehen, dieser Fluss, der fließt aus der schönen Natur bis hin in die Stadt und all das spielt zusammen. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass wir Auswirkungen haben, die von der Ökologie in die Ökonomie gehen und durch immer stärkere Auswirkungen, die aus der Ökonomie auf die Ökologie strahlen, dass auch verschiedene Phänomene entstehen, die dann schlussendlich wieder in die Ökonomie zurückfeuern. Denn es geht dann darum, dass beispielsweise Klimakatastrophen stattfinden, dadurch Klimaflüchtlinge entstehen und das natürlich eine große Herausforderung für Wirtschaft und Politik ist. Wir haben euch die zentralen Aspekte einmal zusammengefasst. Einerseits geht es um die Umweltauswirkungen fossiler Energien. Das heißt, hier gucken wir uns an, dass es ein ökologisches Problem im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen wie beispielsweise Kohle, Öl und Gas gibt. Ihr wisst, dass diese drei Aspekte, Kohle, Öl und Gas, in der letzten Zeit sehr stark umstritten waren, gerade vor dem aktuellen Hintergrund politischer Geschehen im nahen europäischen Ausland sowie aber auch im Nahosten, gibt es natürlich große Kämpfe, die auch dazu geführt haben, dass hier in Deutschland das Bewusstsein für die Wichtigkeit fossiler Brennstoffe aktuell jedenfalls noch gestiegen ist. Aber es zeigt auch, dass fossile Brennstoffe eine endliche Quelle sind, die eine enorme Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Und man muss sich ganz klar machen, dass in der Debatte um die Energiewende es auch darum geht, diese negativen Auswirkungen überhaupt erstmal zu verstehen und dann auch zu verstehen, dass es nicht nur Auswirkungen auf beispielsweise die Rodung von Wäldern hat oder eine enorme CO2-Auslastung, die Emissionen, die hier steigen, sondern auch Luft- und Wasserverschmutzung damit einhergehen und dadurch natürlich Gesundheitsrisiken ansteigen. Das ist ganz wichtig, dass man in der Energiewende sich nicht nur auf die CO2-Konzentration genau fokussiert, sondern abseits dieser CO2-Emissionen auch sich anguckt, welche weiteren Auswirkungen hat das Ganze überhaupt auf das menschliche Leben und natürlich auch auf das Leben vieler anderer Lebewesen. Die Notwendigkeit der Energiewende ist dadurch in vielen Ländern inzwischen weltweit bekannt. Gerade hier in Deutschland wissen wir, dass es verschiedene Gründe gibt, dass wir nachhaltiger leben müssen, dass wir Umweltschutz stärker hervorstellen müssen, insbesondere weil es den Klimawandel gibt, der eine enorme Auswirkung auf uns hat. Beispielsweise wird das Wetter immer stärker, volatiler. Das heißt, wir haben große Schwankungen im Wetter. Das Wetter ist weniger vorhersehbar. Es kann auch mal im Dezember 20 Grad haben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Biosysteme. Ihr habt gerade gelernt, Ökologie hat enorme Ressourcen, die wir uns angucken. Und genau diese Systeme, Biosysteme, wie sie lange Zeit existiert haben, sind in Gefahr, sind teilweise sogar schon zerstört worden. Und deswegen ist in der Debatte um die Energiewende ganz wichtig, dass man sich auch anguckt, welche Auswirkungen das hat. Und da geht es insbesondere um die Erörterung globaler Bemühungen und Vereinbarungen, die dann langfristig Treibhausgasemissionen reduzieren sollen und dadurch die Erderwärmung begrenzen sollen. Daraus entstehen Chancen und Herausforderungen. Ihr wisst das, so ist es in Sozialwissenschaften, in Politik, Wirtschaft immer.
Es gibt immer Chancen, es gibt immer Herausforderungen, die entstehen. Einerseits geht es darum, dass wir wirtschaftliche Möglichkeiten haben, die durch den Übergang zu erneuerbaren Energien und nachhaltigen Technologien entstehen. Gucken wir uns die großen Autokonzerne an. Diese können langfristig davon profitieren, dass sie neue umweltschonende Autos verkaufen, neue Technologien entwickeln, womit auch die Produktion nicht mehr das Problem ist, beispielsweise durch Recycling von alten Autos. Und damit würde natürlich wieder eine enorme wirtschaftliche Schöpfungskraft entstehen. Denn wenn es auf einmal ganz viele Elektroautos gibt oder Wasserstoffautos oder jede mögliche andere Technologie, die irgendwie helfen kann, dann merken wir ganz schnell, dass hier eine wirtschaftliche Chance besteht für diejenigen, die diese Energiewende als Chance verstehen und sich weiterentwickeln. Und so gibt es das in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Außerdem gibt es eine Diskussion über die Herausforderungen, die natürlich daraus entstehen. Beispielsweise für die traditionellen Industrien, woraus dann natürlich auch Arbeitsplätze entstehen können, aber auch Arbeitsplätze verloren gehen können. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit von Umschulungs- und Anpassungsmaßnahmen. Das haben wir beispielsweise in Deutschland schon gesehen. Bei uns war die Ruhrkohle eines der Wirtschaftswunder, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und jetzt sehen wir, dass wir enorm viele Umschulungen und Anpassungen durchgeführt haben, diese Maßnahmen Früchte getragen haben und jetzt ganz viele ehemalige Ruhrkohle-Mitarbeiter, Mitarbeiter, die sich mit der Kohle beschäftigt haben, mit der Förderung und Forderung von Kohle, dann jetzt in ganz anderen Bereichen arbeiten. Häufig sogar in den Bereichen, wo Energiewende stattfindet, wo der Klimawandel bekämpft wird, indem man beispielsweise neue erneuerbare Energien einsetzt. Und daraus ist natürlich klar, wir sehen, es hat soziale Konsequenzen, es hat Konsequenzen auf die Wirtschaft und es hat natürlich politische Auswirkungen, dass daraus eine politische und gesellschaftliche Debatte entstanden ist. Und das beschreibt der Begriff die Debatte um die Energiewende. Und deswegen ist dieses Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie so spannend, weil hier politische und gesellschaftliche Debatten entstehen. Und die Debatte kann man dann natürlich analysieren. Man kann sich die politischen Diskussionen, die Kontroversen angucken. Das gibt es in zahlreichen Talkshows beispielsweise in Deutschland, aber auch weltweit. Und da geht es dann häufig um die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien, von denen wir euch natürlich schon einige hier in diesem Video genannt haben. Außerdem gibt es die Bewertung unterschiedlicher politischer Ansätze und die Rolle der Gesellschaft bei der Unterstützung oder dem Widerstand gegen die Energiewende. Und all das sind verschiedene Ansatzpunkte, wie man eine Gesellschaft besser verstehen kann. Und was daraus resultiert, ist natürlich, dass langfristig die Energiewende das Ziel der meisten Länder der Welt ist und dass daraus die Chancen und Herausforderungen genau analysiert werden müssen. Und damit soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen, konntet einiges lernen. Und falls dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten checkt unbedingt unser Lernheft zu Ökonomie und Ökologie aus. Wie gesagt, alles, was ihr braucht, ist da drin vorhanden. Außerdem bekommt ihr jetzt noch 25% mit dem Code ABITUR25. Also besser geht's doch gar nicht. Checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.